Sollt ihr jetzt hier an oder was? Soll ich jetzt hier drücken? Gniechel! Hallo erstmal. Wir sind Briggs und Gniechel. Und wir arbeiten ja gerade an einem gemeinsamen Projekt hier in Ulm. Und da sind wir in einer Wohnung zusammen. Und da dachten wir, boah, können wir eigentlich auch mal was drehen. Wer hat die Decke der Farbe ausgesucht? Was? Wer hat die Farbe der Decke ausgesucht? Also, du wolltest zurück zum guten alten YouTube. Also, ich kann nur sagen, dass viele Leute tatsächlich immer wieder sagen, wo ist das gute alte YouTube geblieben? Tada! Hier ist es! Tada! Auf die der rote Sofa. Habe ich plötzlich so überlegt, was könnte man machen? Und dann fiel mir plötzlich ein, dass ich schon immer mal vorhatte, ein Mitmachprojekt zu machen. Und zwar, wo ihr mitmachen könnt, wo ihr Autor seid. Und deswegen werden wir die nächsten Tage hier eine Serie drehen. Wir werden eine erste Folge vorgeben. Muss nicht lang sein. Ihr werdet bestimmen, wie die Folge weitergeht. Oder wie die Serie in der nächsten Folge weitergeht. Das Ganze nennt sich Du bist Autor. Es gibt folgende Regeln. Wir drehen diese Folge. Unter der neuesten Folge könnt ihr immer schreiben, wie es weitergehen soll. Und die Ideen, die meisten Likes haben, die müssen wir dann verfilmen, quasi. Wohl oder übel. Ja, ich bin sehr gespannt, was da drauf kommt. Also wir behalten uns natürlich das Recht vor, so Trolls und so diese typischen Fanfiction-Sachen und so zu ignorieren. Wir bestimmen auch, wann der Zeitpunkt ist, wann wir anfangen zu drehen. Das heißt, es kann passieren, dass ihr noch Ideen schreibt und wir drehen schon lange die nächste Folge. Wir haben kein Equipment, wir haben nichts. Doch, wir haben uns. Wir haben auch eine Wohnung, die nicht uns gehört. Also die machen wir nicht kaputt. Es müssen natürlich machbare Sachen sein, ne? Für uns hier mit den Mitteln, die wir haben. Ich habe noch nie was auf YouTube gemacht. Ich habe nichts zu verlieren. Es muss kein komplettes Drehbuch sein, sondern ihr könnt auch grob sagen, wo die Geschichte lang gehen soll. Wir werden das dann nachfilmen. Wir können natürlich auch ein komplettes Drehbuch vorbereiten. Und 1432. Das Ganze wird natürlich sehr zeitnah sein, weil wir nur diesen Monat hier sind. Das heißt, wir werden schnell agieren. Das heißt, zum Glück, ey. Eure Chance ist natürlich sehr groß, dass alles genommen wird. Je schneller ihr da was drunter schreibt und je schneller ihr andere Sachen liked. Also, ich bin sehr gespannt, worauf das Ganze hinausläuft. Ich mache einfach mit. Und er macht einfach mit. So, und da mein Algorithmus auf YouTube bestimmt schon immer so eine frischeste ist, lohnt es sich auf jeden Fall, die Glocke zu aktivieren die Tage. Dann seht ihr immer sofort, wenn ein neues Video online ist, weil wir werden da keine Regel einbauen. Zack, ist ein Video da. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ist die Kamera noch an?